Hallo, ich bin Sven Wagenknecht. Ich bin die eine Hälfte von Zweifach, nämlich der Floristmeister. Und ich habe die große Freude, heute Mike mit Mikrofon bei mir zu Gast zu haben. Mikrofon. Kultur im Norden. Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid hier bei Zweifach und heute hier bei Mikrofon Kultur im Norden mit einer besonderen Ausgabe. Es ist eine etwas andere Kultur heute, nämlich eine Handwerkskultur. Hier wird viel mit Hand gearbeitet und viel Hand gemacht. Schön, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ja, Sven Wagenknecht, du bist einer der Betreiber von Zweifach Floristik und Patisserie. Wenn du vielleicht kurz mal beschreiben magst, was ist Zweifach eigentlich? Meine Lebensgefährtin ist Konditormeisterin, ich bin Floristmeister und zusammen sind wir Zweifach. Und, okay, also ja. Also wir machen alles, was man mit Blumen machen kann. Wir haben einiges an Pflanzen. Meine Lebensgefährtin macht die besten Pralinen Norddeutschlands, Tafelschokoladen, solche Geschichten. Also alles für die Seele und für den Geist. Seit wann macht ihr das jetzt schon? Seit 13 Jahren. Seit 13 Jahren. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu machen? Genau so. Wir haben uns kennengelernt und haben uns gedacht, Mensch, Konditor, Florist, eigentlich muss man das doch zusammenbringen. Eigentlich muss das doch zusammengehen. Eigentlich gehört das auch zusammen. Was ist denn also das ganz Besondere daran? Du sagtest ja schon, das gehört eigentlich zusammen. Aber warum ist das trotzdem immer noch etwas Besonderes? Weil sich auch immer ein Florist und ein Konditor treffen müssen. Okay. Ja, plump gesagt, ja. Das ist die Geschichte. Wenn wir jetzt mal in den Bereich Hochzeiten denken, wir können die Hochzeitstorten passend zum Brautstrauß dekorieren. Wenn wir an normale Familienfeiern denken, da sind immer Blumen und Pralinen ist immer da. Also jede Feier ohne Süßes und Blumen ist Mist. Das stimmt wohl und genau deswegen bietet Zweifach das, was eure hübsche Feier oder andere wunderbare Anlässe abrundet. Blumen und Pralinen. Es ist feinste Handarbeit, mit Liebe gemacht und trotzdem braucht es Zeit. Also Corinna hat die wesentlich aufwendigere Produktion ihrer Produkte. Der Verkauf von Corinnas Produkten ist relativ einfach. Bei mir ist es so, dass der Einkauf relativ einfach ist, aber der Verkauf aufwendig. Also klar gesprochen bin ich vorne im Laden und verkaufe in den allermeisten Zeiten und Corinna ist bei sich in der Werkstatt und produziert, damit ich was zum Verkaufen habe. Okay. Und in ganz stressigen oder hackeligen Zeiten oder wenn Pausen sind, dann wechseln wir uns halt ab oder sind beide hier vorne. Nachher werden wir dann auch noch mit Corinna einmal sprechen, über die Schokoladenproduktion sozusagen. Was fasziniert dann dich an der Pflanzenwelt? Du bist ja nun Floristikmeister. Was ist da das für dich besondere Element? Ja, bei Schnittblumen ist es eben diese Freude an dem Moment. Ne? Schnittblumen sind etwas, die sind unglaublich vergänglich. Die sollen den Augenblick feiern. Das ist fürs Hier, fürs Jetzt. Man, ein Brautstrauß aus Plastikblumen, das versteht jeder, das wäre Unsinn. Das soll etwas sein, was nur für diesen Tag ist. Und damit zu gestalten, da sich reinzudenken, das hat natürlich ganz viel Freude. Und mit diesem Material zu arbeiten, ist auch toll. In Bezug auf Pflanzen ist es genau das Gegenteil. Bei Pflanzen mag ich halt eben sehr gerne, wenn sie sehr, sehr alt werden, weil ich ja nun doch auch ein Faible für kleine Bäume habe. Ja. Und die plane ich auf ein ganz langes Alter. Wo aber auch gerade der Reiz drin liegt, etwas zu gestalten, was lange hält. Wo meine Schnittblumen ja immer nur für den Moment sind. Mit kleinen Bäumen meint Sven Wagenknecht die sogenannten Bonsai-Bäume. Von diesen gibt es bei Zweifach eine ganze Menge. Behandelt man sie gut, überleben sie uns Menschen leicht und locker. 1000 Jahre oder noch älter können diese werden. Aber nicht nur das ist besonders. Wir gestalten einen Baum, so dass er aussieht wie ein würdiger alter Baum. Da gibt es verschiedene Kniffs und Tricks, aber alles dauert lange, alles geht langsam und im Laufe der Jahre entwickelt man eine Art Kunstobjekt, das aber lebendig ist, ohne dem Baum weh zu tun natürlich. Ne? In welcher Art werden denn die Bonsai-Bäume dargestellt sozusagen? Ich sehe immer diese Moosbällchen dann,
die gibt es auch noch teilweise drum. Aber ja, das sind keine Bonsai-Bäume dann, oder? Das ist der Bonsai des kleinen Mannes. Okay, so nennt man das dann, weil keine Keramikschale benötigt wird. Genau, keine kostbare Keramik, aber von der Gestaltung ist es ganz ähnlich. Also man kann auch die so gestalten, dass sie wie ganz alte Bäume aussehen und ihren Zauber dann entfalten. Ne? Die sind ja sehr, sich selbst sehr genug. Die brauchen eine ruhige Umgebung und wirken dann für sich alleine, ne? Gelernt ist gelernt und Übung macht den Meister. In diesem Fall sind es zwei. Sven und Corinna haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und ihr Wissen geben sie gerne weiter in spezifischen Fachwerkkursen. Wir geben gerne unser Wissen weiter, ob das jetzt über Bonsai ist oder Blumen stecken in eigene Gefäße, Pralinen machen, Tafelschokoladen gießen. Wir haben schöne Happenings hier mit Wein trifft Schokolade mit einem befreundeten Weinhaus zusammen oder Whisky trifft Schokolade mit Whiskyle hier aus Kiel. Das ist schon sehr schöne Abende und das macht viel Freude, weil das auch viel, sehr viel Neugierde von den Kunden hinter, die wissen wollen, wie geht denn das, wie macht man denn das, und das macht Spaß. Dann gibt es aber auch eine Auszeichnung, ne? wenn man das bestanden hat. Ja, es gibt eine Urkunde. Aber kann man dann auch durchfallen? Ich glaube nicht, nein. Vielleicht bei Nichterscheinen. In den seltensten Fällen also. Ganz kurz noch, deine Lieblingspflanze? Im Moment Pfingstrosen. Also ist saisonal immer ein bisschen anders, aber Pfingstrosen sind schon toll. Sieh an, Pfingstrosen. Könnte man vielleicht noch gebrauchen, dieses Wissen. Wer weiß. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Wir schauen uns jetzt mal ein bisschen in dem Laden um, würde ich sagen, hier bei Zweifach, Floristik und Patisserie. Und dann sprechen wir gleich nochmal mit Corinna über die Pralinenherstellung. Seit dem letzten Jahr stammen die Pralinen bei Zweifach nämlich aus den Händen einer Schokoladensommeliere. Eine für Corinna einmalige Erfahrung und ein Titel, der angesichts der bisherigen Auszeichnungen längst überfällig war. Also es war eine Ausbildung ein Dreivierteljahr und ich dachte, ich fahre dahin, ein bisschen Schokolade schmecken und mit ein bisschen Wein dazu. Aber es war unglaublich, was wir da an Wissen, an Input bekommen haben. Allein der Austausch mit den Berufskollegen, die ja auch alles Meister der Konditorei oder der Bäckerei sind. Und das war ganz toll und für mich nochmal ein Riesenschritt in die Welt der Schokolade, obwohl ich tagtäglich damit arbeite. Also es ist toll. Schokoladensommeliere, ein Titel, den man sich auf der Zunge zerkehren lassen muss. Genauso wie die Pralinen natürlich. Also Naschen ist sowieso Pflicht, tagtäglich. Ja. Der Beruf der Sommeliere oder die Ausbildung zur Sommeliere oder Sommelier ist seit 4 Jahren neu, gibt es in Deutschland bisher gar nicht und mittlerweile gibt es 37 weltweit, also das ist schon auch eine Auszeichnung, den Titel tragen zu dürfen, aber es war auch ein hartes Stück Arbeit. Was gut aussieht und genauso gut schmeckt, braucht natürlich auch seine Zeit. Der Kreativprozess, das ist natürlich abhängig davon, manchmal hat man so einen Geistesblitz und probiert einfach was aus an bestimmten Kombinationen. Dann gibt es Kombinationen, da tüftelt man jahrelang dran rum, legt es mal wieder in die Schublade. Aber letztendlich die Produktion der einzelnen Praline oder so wie wir sie machen als Schnittpraline dauert bis zu 4 Tagen. Ein Genuss mit allen Sinnen, könnte man fast meinen. Pralinen, soweit das Auge reicht. Und was darf man sonst noch erwarten? Ja, alles, was das Schokoladenherz begehrt. Also natürlich unsere Pralinen. Da haben wir mittlerweile so 70 bis 80 Sorten, die saisonal durchwechseln, dass man eben auch zur Saison passend was anbieten kann. Dann haben wir natürlich verschiedene Tafelschokoladen, Plantagenschokoladen, das heißt immer eine Bohne von einem bestimmten Anbaugebiet, tolle Mischungen, Fruchtschokoladen mit Kräutern und Gewürzen versehen. Dann haben wir sowas wie Kakaogewürze, kann man auch mal mit kochen, auch eine spannende Geschichte. Also man kann sich ruhig an das Thema Schokolade ranwagen, auch zu Hause am Herd. Verschiedene Schokoladenaufstriche und natürlich immer saisonal kleine Schokoladenpräsente. Durch das, dass wir zwei Gewerke sind, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir geschmacklich wie auch optisch die Sachen aufeinander abstimmen können. Also wir sind in der Lage, den Brautstrauß passend zur Hochzeitstorte zu machen, beziehungsweise auch geschmacklich anzupassen. Und das ist natürlich toll, dass Produkte aus einem Haus kommen, die eben zusammenpassen. Ob Pralinen oder Blumen, schaut doch mal vorbei bei Zweifach Floristik und Patisserie.